Aber ich könnte mal wieder ein neues Essen reinmachen und Kohle muss in die Öfen rein. Habe ich denn noch Kohle hier? Kohle, wo ist meine Kohlekiste? Holzkohle, da ist sie. Ein Stück Holzkohle in meiner Holzkohlekiste. Ich krieg den Pimpernel. Na, bloß nicht so viel, ey. Alter Schwede. Schnitzel. Komm hier rein. Schnitzelchen. Da. Also vom gebratenen Fleisch habe ich ja fast noch nichts, ey. Außer Hühnchen fertig. Da habe ich viel. So, pass auf. Jetzt hole ich erstmal Holzkohle aus dem Keller. Kohle. Oh, boah, ich genug falsch hab. So, da gehe ich mal an die Entschädigungszahlung, an die Kriegszahlung dran hier. Entschädigungszahlung. An die Kriegswiedergutmachungszahlung hier. Da. Da gehe ich jetzt mal dran. Hui. Und dann werde ich mal ein bisschen Fleisch in den Ofen hauen. Fleisch in den Ofen. Fleisch. Der Reichsgraf braucht Fleisch. Sonst fällt er vom selbigen. Ich muss auch gleich wieder essen. Ja, okay, gleich. Ich habe ja gerade erst gegessen. So. Jetzt hauen wir hier mal direkt 64 rein. Was soll der Geiz? Da sind wir dabei. Das ist prima. So, dann machen wir hier noch die drei Öfen fertig. Ach nee, dafür reicht's nicht, aber ist egal. Aber ist ja egal. Psst. Okay. Kriegt ja keiner mit. Genau. Ah, dieses eine dämliche Stück Kohle kann ich ja dann mal rausholen aus der Kiste und auch in den Ofen reinpacken. Jetzt habe ich immer noch keine Kohlevorräte in der Küche. Wie kacke ist das denn? Ah, tja, dann gehen wir in den Keller Kohle schippen, wa? Ja, nützt ja alle nix, ne? Schön. So, dann hauen wir mal hier Fleisch in den Öfen rein. Lecker, lecker, lecker. Oh, rohes Rindfleisch. Das könnte ich auch schon so roh essen, ohne Scheiß. Kannibale. Oh. Kannibale. Ah, muss sein. Muss auch mal sein. Ein bisschen Kannibale. Habe ich jetzt hier? Nee, hier habe ich noch nichts drin. Ach, rohes Fleisch, rohes Fleisch. Ja, gib mir rohes Fleisch. Oh ja. Jetzt wird's aber langsam pervers. Hannibal! Hannibal! Wie bei American Pie mit dem Apfel, mit dem Kirschkuchen. Ja. Oh, Kirschkuchen. Oh. Mm, Kirschkuchen. Oh, Hallöchen. Dieser Content glaub... ist wieder ab 18. Ja, genau, diese Folge ist wieder FSK 18. So, jetzt gehe ich erstmal an meine eigenen Melonen dran. Oh. Ja, wir haben doch eh gesagt, es ist FSK 18, also kann ich mir auch an meine eigenen Melonen mal eben und anfassen. So, ich bin jetzt auch nur mit der Hand an meinen Melonen dran. Oh, 23 Melonen schon. Oh, es werden immer mehr. Und ich mache weiter. Ach, ist egal, ich mach die Reihe hier weiter. Und Stack. Ach, boah, noch nicht mal 57 Stack reichen. So, ich habe wieder 57 Melonen auf der Tasche. Und, ach, habt ihr euch gerade ins Bett gelegt? Nein. Nee, es ist safe. Nee? Ach, dann ist es gerade Tag geworden. Nee, es wird gleich dunkel, glaube ich, oder? Ja. Alter, ich glaube, mir das nicht so ganz merken. Ja, Sonnenuntergang, ne? Dann kann ich eigentlich draußen bleiben, mich hochleveln. Ich bin Level 29, das heißt, ich könnte gleich was verzaubern. Alter, meine Rüstung, die hat aber auch schon ganz schön abgenommen, im Gegensatz zu mir. Das kommt durch die Melonen. Hör mal, Herr von Raiden. Was denn? Die Kürbisse, ne, ja, sind bis auf 4 Stück schon wieder alle nachgewachsen. Gut, ne? Ja, die wachsen auch super schnell danach. Ja, so, ja, jetzt ja, habe ich die ersten Karotten gepflanzt. Ja, das dauert, ne? Also Kartoffeln und Karotten dauert auch ewig lang. Weil die darfst du wirklich erst im letzten Stadion ernten. Sonst erntest du nämlich wieder nur 1:1 und dann hast du nichts über. Die müssen wirklich ausgewachsen sein. Na, das ist wichtig, dass du darauf achtest. Nicht vorher ernten. So, ich komme.
Und woran baust du gerade so? Also immer noch hinten bei deinen Gehegen? Ich bin an den Feldern jetzt dran. Karotten ist gepflanzt, jetzt kommen die Kartoffeln. Und dann anschließend die Kakaobohnen und dann kommt Zuckerrohr. Aha. Und dein Häuschen wächst später? Ja, zwangsweise erstmal. Ich will erstmal in die Versorgung kommen, dass ich dann auch irgendwann in die Papierproduktion und Buchproduktion gehen kann. Ja, ja, ja. Ah, eine Blume. Ja, ist doch schön. Und ich gehe gerade in die XP-Produktion rein und ich gehe immer hier hinter dir auf die Jagd. Jetzt gehe ich wieder in die kleine Wüste. Weil ganz ehrlich, das spawnt immer noch am meisten. Hattest du links und rechts von deinen Kakaobohnen auch Wasser gehabt? Die brauchen kein Wasser, ne? Nein, die brauchen kein Wasser. Sehr gut. Die brauchen kein Wasser. Die Katze da einfach hinstellen und gut ist. Die Katze einfach hinstellen. Genau, die Katze einfach hinstellen. Und ich baue immer noch einmal ein Häuschen. Ja, das machst du jetzt. Und bei mir ist es dann später so, dass die ganze Zeit dann am Häuschen dran bin. Ja, wo sind denn jetzt hier die Monster? Ich beobachte gerade Steglitz. Ach, schon wieder. Aber wenigstens gibst du es zu, ne? Komm, wir spannen mal jetzt ein bisschen. Was? Wir beobachten mal, wie er jetzt gerade da am Werkeln ist. Alter, warum ist hier nichts in der Wüste? Gerade erzähle ich hier noch, dass hier alles voll ist. Hier ist keine Sau in der Wüste. Ah, wäre noch schöner, wenn du da jetzt ein Schwein finden würdest. Oh, war glaube ich schon. Auch schon tot. Auch schon Alter. Tot. Alter, hier ist nie... Da, jetzt kommt, ist da oh, endlich Mann. Mal so ein Bogenschütze. Ja, Junge, wo hast deine Kumpels gelassen, du alter pädophiler Bär? Edo-Bär. So. Der Erklärbär. Der Erklärbär, genau, der Erklärbär. Kennt ihr das noch von der Wochenshow damals? Ja, ja. Der Erklärbär. Kennt einer noch den lila Launebär? Oh ja. Ja, klar. Wäre schön. Oder der macht doch hier bei uns im Let's Play mit. Stieglitz. Oder Bim Bambino, oder wie der hieß? Ja, Bim Bambino. Oder Vamp, was nicht alles RTL 2 auf den Markt geworfen hat, ja. Ja. Und dann sind die alle irgendwie wieder verschwunden. Ja. Tja, dann kamen die Comics. Damals gab es doch auch mal. Damals gab es doch auch mal hier dieses Hugo im Fernsehen. Ah ja, dieses Telespiel, was sie dann per Telefon spielen konnten. Ja, was Handy. Nie einer gerafft hat, dass da auch eine Latenz dazwischen ist, ne? Zwischen Tastentondruck und das, was dann wirklich im Spiel passiert. Ja, und die, das wäre. Ja, so. Das war schlimmer wie die schlimmste Pinkzahl. Das musst du dir mal vorstellen. Die sehen im Fernsehen, oh Gott, jetzt muss ich nach links. Und dann hörst du so irgendwie 3 Sekunden später, tüt. Ja, das war ganz oft gewesen, ne? Ja, und ganz oft. Die das System gerallt haben, die haben dann schon, während sie da hinten schon gesehen haben, oh, ich muss nach links, haben dann direkt schon gedrückt. Die haben gar nicht gedacht, was direkt davor passiert, sondern die haben schon richtig vorausschauend, sind sie da immer mit der komischen Lore durch die Gegend gefahren mit Hugo. Dasselbe gab es auch früher mal im Sat.1 Frühstücksfernsehen, der Superball. Der musste dann auch nach links und rechts immer bewegt werden, ne? Und da dann auch eine halbe Stunde später rechts. Aber dabei war das Spiel schon lange zu Ende. Ja, da sagen die schon, oh, sie haben leider verloren. Rechts! Und dann rechts! Kennt ihr auch noch, ne? Ja. Sat.1 Superball im Frühstücksfernsehen. Oder kennt ihr noch einen Song? Ja, Zonk mit Jörg Dreher. Ah. Genau. Aber mit diesen roten Plüscheltieren, ne? Ja, so eine rote Plüscheltier. Ja, richtig, richtig. Also jetzt, soll jetzt nicht so abwertend klingen, aber es ist so. Ja, es war schon sehr plüschig. Es fühlte sich auch gut an. Ich meine, so. Jetzt wissen wir, wer einfach gewonnen hat, ne? Apropos gut anfühlen. Hattet ihr denn, ich weiß nicht, oh nein, dann hört sich das wieder so alt bei mir an. Kennt denn vielleicht noch einer die Sendung von früher? Tutti Frutti mit Hugo Egon Balder? Oh, das ist alt. Ja, scheiße. Ich kann nur die Outtakes sagen. Ich kannte nur die Outtakes und das auch nur, weil er bei YouTube das rausgesucht hat. Nee, auf dem Videokassette von meinem Vater. Ach. Ja, was hat er geguckt? Alter.
die haben wir da immer gestrippt, die Weiber. Und jedes Weib stand dann für eine Frucht. Da gab es dann die Zitrone, die Orange und dann haben die da rumgestrippt. Und das Schlimmste, und da muss man sagen, das war das Schlimmste, am Ende der Show haben dann die beiden Kandidaten gestrippt, ne? Und da waren natürlich alles immer so 0815-Typen, ne? Alter, das war ekelig. Das ja, war ekelig. Ich bin Dirk und Baumeister und trinke gerne Schultheiß. Ja, ehrlich, du, weißt du, also wenn die Professionellen da gestrippt haben, die Weiber, ne, die sahen ja geil aus, aber wenn die Kandidaten gestrippt haben, ganz ehrlich, da musste man schon aufpassen, dass man nicht gleich kotzt. Jetzt melden sich die ganzen Kandidaten von früher. Was hat der Reichsgraf gesagt? Ich habe meinen letzten Schniedel gegeben für die Sendung und jetzt zieht er bei uns her. Ja, genau so sah es auch Schniedel? Aus, der letzte Schniedel. Schniedel hast du gut getroffen, auf jeden Fall. Schniedel. Genau. Schniedel, Schniedel, Pupidel. Da kommt schon ihr Beinbettnässer, ihr kommt runter, ihr Bogenschütze. Achso, ich dachte, du meinst uns beide jetzt, die dann runterkommen, mitkämpfen. Kannst du haben. Moment. Dachte ich auch. Oh, ich muss aber erstmal essen, bevor ich runtergehe. Alter! Ich find's gerade geil. Ich bin Level 30. Hä, ich kann gar nicht verzaubern. Da steht Ei, Ei. Nur 16 Stück. 16 Stück. Ach so, okay. Ja, nach 16 ist Feier. Ja, da haben sie Feierabend. Sich aber vertan. Alter, das Deck ist hier doch geschossen. Bei 64 doch erst vorbei. Da wohl aber nicht. Okay, da sind nochmal zwei Bogenschützen. Komm her! Scheiße, 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 ich muss gleich wieder was essen. Seid ihr auch auf der Jagd oder ja, du, Rain? Ich bin jetzt auch gerade hier mit Creeper herummachen. Oh. Oh, du bist mit Creepern am herummachen. Ja, schön, dass du dich so outest. Ganz ja, Team. Jeder outet sich anders, ne? Alter, 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 ich mach dich kalt. Ich mach dich kalt. Oh, jetzt machen die hier Sperrfeuer. Oh, Sperr. Alter, nein, Sperr, oh. Sperr, Sperr. Sperrfeuer. Ich Sperma, Sperr. Boi, Sperr. Ich hab nicht also Sperma gesagt. Ich olle hab Skelett, nicht Sperma gesagt. Der olle Skelett da im Schwarzen, der geht ja mal gut. Oh Gott. Ja, was soll das hier? Was geht mit dem? Er hat Sperma gesagt. Sperr. Ach, Sperr. Wolfgang Sperr. Aber hier hinten sind echt viele Creeps so unterwegs. Ja, hier auch. Ich versuch das immer noch so zu machen, dass ein Bogenschütze einen Creeper vor mir abschießt. Ja, wegen, aber irgendwie wollen wegen, die das wegen nicht. Wegen den Discs, ne? Ja, Schallplatte. Wegen der Schallplatte, Jung. Disc hat er gesagt, nicht Schallplatte. Ja, Schallplatten. Was? Was hast ja, du gesagt? Er ist zu jung, er kennt das nicht mehr mit Schallplatten. Na doch, natürlich. Ja. Klar kenne ich noch Schallplatten. Der erste Lieferung bekommen. Ja, stimmt. Stimmt. Hatten wir vorhin drüber gesprochen. Ja. Aber das war ja nicht in der Aufnahme. Zum Glück. Alter, schon wieder so ein Terrorist hier. Alter, was greift mich denn? So eine Spinne? Ich glaube, ich spinn. Et hackt. Ich glaube, et hackt. Alter, stimmt, das wird schon wieder hell. Du hattest doch mal erzählt, dass da hinten irgendwo so eine Art Turm ist mit einer Fackel oben drauf, ne? Die sehe ich jetzt auch. Ja, war eine Markierung. Ja. Achso, hier ist übrigens in der Nähe ein Wüstentempel, ne? Bitte nicht abbauen, das Ding, ne? Nein. Okay. Nur mal so erwähnt, weil der ist hier ziemlich in der Nähe, ne? Weil das wir den stehen lassen, einmal optisch. Wenn wir irgendwann später mal woanders weit weg einen sehen, ne, den kann man ja dann abbauen. Nur ich wollte den dann ganz gerne... Alter! Ich wollte den ganz gerne optisch festhalten hier. Für die Nachwelt bewahren. Genau. Alter, explodier doch, du kleiner Penner, ey. So, jetzt habe ich dich. Und ich will den Enderman noch haben. Ender, deine Schuhe sind viel zu groß. Alter, jetzt hat er sich wegteleportiert. Komm her, komm her, komm her, komm her, du Feiter. Nicht abbauen. Ey, du feiger Enderman. Ich will noch eine Enderpearl von dir haben. Boah, haut ja weit ab, ey. Sack. Alter, hol dir noch einen ab. Hm?
Nee, den kriege ich jetzt nicht mehr. Ist schon zu hell. Der flüchtet, der Enderman. Aber, liebe Leute, Herr Gesagsverein, ich habe Level 31, fast 32 sogar, und jetzt werde ich mir ein Büchlein verzaubern. Ich habe gerade mal Level 3. Da teleportiert sich immer noch der Enderman hin und her, aber dann gut. Feige Sau, er haut immer ab. So, ich mal, hasse feiges Getier. Wir machen mal da weiter, wo wir gerade aufgehört haben. Wir beobachten Stieglitz. Aha. Zieht er sich auch aus? Ich weiß nicht, ich muss da erstmal hochkommen. Oh, wo bist du denn? Zu viel Information. Ich möchte mal, wo bist du denn? Ich guck schon durch sein Fenster. Wo ist er denn? Oh, dann kannst du ja die Creeper hier einsammeln, die unter mir sind. Ja, ich klatsch die mal eben weg. Hui! Ich schwimme! Du hast ja eine Rüstung! Ja! Oh. I'm swimming in the rain. Das hat nicht einmal Boom gemacht, hast du gesehen? Ja. In the rain.